Auto, das nicht zum Radiohören taugt. Man wird nicht satt von dem Lied, das den Endrohren entweicht. Und dieser Klang ist echt, live, machtsüchtig. Der Fahrer wird zum Komponisten, in jeder Kurve, auf jeder Geraden. Der Hartke H50. Ein M5 im Kleide eines M3. Vorne unter der Haube der 400 PS starke V8, verpackt in ein leicht modifiziertes M3-Chassis. Mit diesem Auto nimmt man jeden Umweg in Kauf. Man will eigentlich überhaupt nicht ankommen. Dieses Sportcoupé ist eine Adrenalinpumpe ohnegleichen. Der Fahrer badet geradezu in seinen Endorphinen, seinen körpereigenen Opiaten. »400 PS, 500 Newtonmeter Drehmoment, Sechsgangschaltung mit verkürzten Wegen, Sportkupplung. Der H50 hat alles, was einen Sportwagen reinrassig macht.« Das rechte Pedal im H50 ist eine ewige Versuchung. Der Tacho reicht bis 320, die Nadel bleibt nur wenig unterhalb stehen. Um solche Kräfte bändigen zu können, hat Hartke die Bremsanlage noch einmal vergrößert. Bremsscheiben, natürlich schwimmend gelagert, im 380er Format hinter 19 Zoll Felgen vorne. Das Ergebnis: abartige Bremsleistungen. Der Hartke H50, das Wichtigste zuletzt, den 100er Spurt bewältigt der Überdreier in nur 4,7 Sekunden.